Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Race to Division 1. Das klingt komisch, ist aber so. Ich dachte mir, ich spiele mal ein bisschen Seasons und wenn wir uns mal die besten Listen ansehen, die sind ja richtig krank. Also, na gut, es sind jetzt, wie lange ist jetzt FIFA Online? 2-3 Monate gibt es das jetzt? Ich glaube, Oktober, September, wie auch immer. Und wenn wir uns das hier mal ansehen, heftig, wie viele Spiele die schon gemacht haben. 611 Siege, 194 Unentschieden, 297 Niederlagen. Der erste, das ist schon ganz schön stark. Und da versuchen wir jetzt auch mal mit anzuschließen, ne? Wir fangen mal an. Was ich von euch wissen möchte ist, soll ich sozusagen jedes Spiel euch zeigen oder soll ich immer mal wieder die wichtigsten Spiele? Ja, das wäre eigentlich ganz interessant zu wissen. Oh, wir müssen hier was runterladen. Ja, ja. Okay, ich muss einen Verein auswählen. Natürlich nehmen wir Barcelona als Heim, ja. Und Teammanagement, da müssen wir natürlich nochmal reinschauen. Kader, da ist nämlich irgendwas zwischen hier, Christian Tello. Warum sie den drin haben, weiß ich nicht. Wir haben hier noch Pedro, wir haben noch Iniesta. David Villa. Statt Villa würde ich, glaube ich, Sanchez reinbringen. Und ganz interessant ist, Puyol ist auf der Bank. Stimmen wir mal rein. Bartha, ist er irgendwie schneller oder was? Warum haben sie den Jungen denn da drin? Adriano, okay. Hier haben wir noch einen RV. Aber sonst sieht das eigentlich okay aus. Der Jordi, oder Jordi Alba. Den können wir dafür einsetzen. Haben wir einen irgendwie stärkeren LV? Nö, ich glaube nicht. Der ist auch richtig flott. Der ist auch richtig beweglich. Also, ich glaube, das nehmen wir so. Okay. Und dann suchen wir uns mal einen Gegner. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Ihr seht, ESFC ist nicht verbunden. Ich wollte eigentlich Ultimate Team ein bisschen zocken. Aber das ging irgendwie nicht. Ja, gucken wir mal, ob wir das jetzt kriegen. Genau. Ich möchte jetzt eigentlich starten, Freundchen. Juhu, da geht's endlich los. Okay, wir spielen gegen Bayern. Mal gucken, wie wir uns dort schlagen, wie die Gegner hier sind. Ultimate Team ist relativ schwierig zu spielen, weil es total die ganzen Lag-Cheater gibt. Und ich meine nicht, dass das, dass ich mir das einbilde, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das da diese Lag-Cheater gibt. Oh, gut gehalten. Oder halt schlecht gespielt. Oh, da hinten war ein Foul von mir, was ich gar nicht mitbekommen habe. So, ja, das ist richtig übel. Wenn du da spielst online, hast plötzlich es nur mit 8000 Millionen Lag zu tun. Ah, da hat er besser aufgepasst. Als ich zumindest. Mal sehen, ob wir hier unser erstes Spiel auch gewinnen können. Das wäre ja mal was. Und ich habe da gerade meinen eigenen Mann umgehauen. Huch. Okay, ganz ruhig, Konzentration. Na, Messi. Ja, das ist unser. Hier, geh ran. Also, wir tun uns nichts. Wir sind beide Snoops, offensichtlich. Aber dafür ist es ja da, dass man Season hier spielt, um besser zu werden. Und jetzt, aufgepasst, wieso kann ich nicht einen anderen Spieler da kriegen? Echt ätzend. Ich hab mehrmals, jetzt will er doch vor einer halben Stunde das Foul von Messi, was ich eigentlich gar nicht beabsichtigt habe. richtig ätzend, ich kriege hier manchmal gar nicht die Spiele, die ich haben will. So, hier. Victor. So, Messi, das musst du jetzt machen. Ich krieg diese blöden Lupfer nicht hin.
Ach Mann. Da geht's schon wieder los mit dem Laggen. Es ist nicht sein Ernst. Ich mach gleich echt einen Torrent oder sowas an, wenn ich sowas hätte. Das geht mir richtig auf den Senkel, wenn die hier anfangen rumzulaggen. Und immer nur genau dann, wenn man selbst im Angriff ist. So und... Jo, ein Rumpeltor! Also dieses Tor ist doch mindestens einen Daumen hoch wert, oder? Mindestens. Also es war das beste Tor, was ich jemals gesehen habe. Manuel Neuer wurde da vernascht. Getunnelt, da zählt doppelt. Ja, 1-0. So, jetzt muss das Laggen, glaube ich, ganz losgehen. Lionel Messi! Und? Ja, wo wir schon bei der Sache sind, also ich probiere es einfach jetzt mal aus Spaß mal so Seasons anzufangen. Ich weiß ja nicht, ob euch das wirklich so interessiert. Falls ja doch, könnt ihr das auf jeden Fall mir demonstrieren, indem ihr die Folgen schön schaut oder auch Daumen hoch gebt, favorisiert, kommentiert und so weiter, die ganze Geschichte. Ah. Weil ich bin gerade ein bisschen ratlos, was euch wirklich so interessiert bei FIFA, also von unseren Folgen, die wir haben. Ich schätze mal, Be a Pro kommt bestimmt ganz gut an, nur ist das leider so, dass der Damo dafür echt wenig Zeit hat. Aber da kommen wieder neue Folgen, keine Angst. Ja, ob euch vielleicht sogar die Karriere zu langweilig ist mit Eintracht Frankfurt oder ob ihr euch einfach Frankfurt nicht interessiert, das wäre halt einfach auch gut zu wissen. Sehr schön, Messi. 2-0. Ich habe schon echt überlegt, vielleicht sollte ich mal eine Karriere mit Bayern München anfangen oder so, weil das scheint ja irgendwie besser anzukommen bei manchen Leuten. Oder mit Dortmund, aber das glaube ich eher nicht so. Ja, also könnt ihr einfach mal in den Kommentaren euch ein bisschen auslassen. Lionel! So, da kommt Iniesta. Und 3-0, Lionel Messi. Ja, so macht man das doch, hä? Ein bisschen Einspielungszeit brauche ich. Lionel Messi. You ready to go? Super Mario. Ah. Wir sind doch in der untersten Liga. Hier tummeln sich nicht die stärksten Gegner, aber ich bin ja auch keiner der Starken. Von daher gleicht sich das ja ganz gut aus. Ja. Ah, warum sprinte ich denn da? Gut, okay. Machen wir es hier über die Seite. Und... Ah, das gibt's doch nicht. Ich habe echt probiert, gerade an der Stelle den mit angeschnittenen Schuss reinzubringen. Aber ich habe zu spät da geschossen. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Obwohl das die perfekte Möglichkeit war. Oh, da ist er durch. Schweini, aber der ist zu langsam. Ja, das ist sehr gut geschossen. Pizarro. Genauso wollte ich das machen, aber wieso kriege ich das nicht hin? Eigentlich hätte es hier schon 5-1 stehen müssen. Also das war ein gutes Tor von ihm. Da müssen wir echt mal aufpassen, dass er uns nicht noch hier vernascht. Was? Das ist kein Foul, Schiedsrichter.
Ah, oh, okay. Das hat er gut gemacht. Es ist Halbzeit vorbei. Was ich vielleicht noch von euch wissen wollte, wenn wir das Spiel hier heute gewinnen, was habt ihr für Vorschläge für das nächste Team, was ich nehmen soll? Also, immer nur das gleiche Team zu nehmen, ist vielleicht langweilig. Da würde ich vielleicht auch auf eure, auf eure Vorschläge gespannt sein, was ich hier für ein Team nehmen soll beim nächsten Mal. Vorausgesetzt, wir gewinnen. Ich spiele so lange mit Barcelona, bis ich gewinne. Es macht auf jeden Fall jetzt gut, er will das Spiel aufbauen ordentlich. So, warum komme ich da nicht hinterher? Ah, das war zu früh. Mist! Ach komm, den hätte ich doch haben können. So, hier ran. Zack. So, ans Auswechseln vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall muss ich dran denken. Und das nicht vergessen. Messi, setz dich doch da durch. Wieso ist Boateng denn so stark? So, Martinez. Oh, oh, oh. Jo, Einwurf für uns. Sehr gut. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. La, 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 la. Zu weit nach vorne. Und ich wollte eigentlich auch Xavi den Ball geben. Olü. Die Bayern haben ja ein paar gute Spieler. Hier Robben zum Beispiel, den hätte ich gerne für mein Ultimate Team. Oder auch Ribéry. Aber an die kommt man ja nicht so leicht dran. Super. Ja, und? Ach, wieso komme ich denn nie da ran? Das gibt's ja nicht. Robben dauerhaft kaputt. Ah, ein paar gute Chancen hatten wir eigentlich echt schon. Aber leider noch nicht genügend. 3:1 ist ein bisschen mager. Deswegen versuchen wir nochmal einen draufzusetzen. So, jetzt hier. Vielleicht mal ins Auswechseln denken. Teammanagement. Da ist bestimmt schon der erste oder zweite Spieler schon recht unfrisch. Pedro. Pedro können wir mal reinnehmen für Sanchez. Oder David Villa. Villa ist aber nicht ganz so flink. Ich bin nur eher der Pace-Abuser. Cristiano, wir haben fast nur die ganzen Spiele hier dafür. Wer ist denn noch hier so unfit? Cesc Fabregas. Zentrales Mittelfeld. Da haben wir noch Song. Hm. Oh, da ist das Spiel schon vorbei. Mist. Ich hoffe, die Änderungen wurden übernommen. Zumindest die eine Änderung, die ich gemacht habe. So. Arg. Ich komme nicht mehr durch. Entweder spielt er jetzt anders, hat ein. Nein! Wieso legt sich da mein Keeper hin? Ist er behindert oder was? Ich habe ihn rausgeholt. Ich habe Dreieck gedrückt, dass er auf den Spieler losgehen soll. Wieso legt er sich da hin? Hallo? Schieß ein Tor.
La la la. Ah, schade. Nein. Also die erste Halbzeit, da war ich noch stark. Das war so offensichtlich, das gibt's doch nicht. Wieso läuft er nicht auf einen Ball zu? Bei PS wüsste ich wenigstens, wie man hier manuelle Kontrolle benutzt, aber hier, keine Ahnung, die bleiben einfach stehen. Ach komm, Schiedsrichter, der schmeißt sich doch in mich hinein. Das ist doch keine Karte gewesen. Was mache ich denn da bitte? Ich stehe doch da nur. Wenn er sich in mich reinschmeißt, offensives Foul, Mann. Jo, wunderbar. Das ist echt ätzend. Hier, erstmal Abschlag. So, ganz ruhig. Ach, das gibt's doch nicht. Bam, meine Güte. Wieso kullern die so langsam, diese blöden Lupfer? Ach, ich super gehalten von Neuer noch, aber dann der letzte, bong, konnte nichts mehr machen. Meine Güte, 4:1. Verdient. Also endlich mal das Ding da reingekriegt wieder in der zweiten Halbzeit. Für uns Einwurf, sehr gut. Habe ich gar nicht in die Richtung gedrückt, aber auch okay. Ach, ein Millimeter. Ich habe zu lange gewartet. Ja, boah, das war aber sehr, sehr knapp. So, Iniesta, schieß das Ding auch nochmal rein. Ja, das ist die erste Folge, das ist die erste Liga, die unterste Liga. Huch, das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte eigentlich tackeln. Aber okay, die Zeit können wir jetzt auch verstreichen lassen. 1:5, eigentlich ein souveränes Ergebnis. Ah! Auch da wollte ich wieder tackeln. Fabregas, was machst du nur? Er passt zu einem anderen Spieler. Aber super gehalten. Bei den Dingern weiß ich noch nicht so genau, wie ich die am besten mache. Aber mit dem Kopf kann es Piqué auf jeden Fall. 6:1. Okay, die absolute Demontage. Obwohl ich hier zeitweise sehr stark geschwächelt habe. Also, gut ist was anderes. Ja, auf jeden Fall bin ich auf eure Kommentare, auf eure Meinung gespannt. Und freue mich auf jeden Fall auf rege Beteiligung, wie wir hier diese Saison schaffen können. Mein Ziel ist es ja, irgendwie in Division 1 zu kommen, aber ob ich das schaffe, wage ich mal ein wenig anzuzweifeln, weil es wird ja wirklich sehr, sehr schwer. Die Gegner sind saustark und ja, das heißt hier erstmal, abbrechen, kann ich hier weiter? Nö, ne, ich muss verlassen, ja, verlassen. So, zack, 3 Punkte. Aufstieg in Liga 9 mit 9 Punkten. Ich weiß nicht, wofür die 12 Punkte sind, für einen Pokal oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle, freue mich auf eure Kommentare, wie ich bereits gesagt habe, und auch auf eure Vorschläge, welches Team ich doch beim nächsten Mal nehmen soll. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!